Wir sind ja hier im Staatstheater in Mainz. Seit Wochen hat hier niemand mehr gesessen. Kultur ist ja so ein Thema und die Frage nach der Systemrelevanz. Wir wissen ja, das ist eine große Diskussion gewesen. Supermärkte dürfen öffnen, die Polizei, natürlich auch Pflegekräfte. Viele andere Bereiche durften nicht arbeiten, wie zum Beispiel hier im Staatstheater. Unsere Kirchen waren immer ein großes Thema, auch in der Diskussion. Die Frage nämlich, warum dürfen die Gottesdienste halten? Warum würden Sie sagen, ist das wichtig? Also, dass wir in diesen Pandemiezeiten über so etwas diskutieren wie Systemrelevanz, ist einerseits sicherlich notwendig, aber ich glaube auch, dass es viele Menschen auch verletzt hat und getroffen hat, dass ihr Beruf, dass ihr Dasein definiert wird als nicht relevant jetzt in einer solchen Notsituation. Darin zeigt sich natürlich, und ich will das gar nicht werten, weil es jetzt erstmal auch um Gesundheit und Leib und Leben geht, zeigt sich natürlich auch ein bestimmtes Menschenbild, das ein Menschenbild im Grunde in den Vordergrund stellt. Es geht um körperliche Gesundheit, es geht um Essen und Trinken und medizinische Versorgung. Und die Gefahr ist einfach, dass man alle anderen Bereiche, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, im Grunde dann in den Hintergrund drängt und sagt, naja, das ist jetzt in dieser Phase einfach nicht notwendig. Dieses Verändern der Arbeit, auch für die Kinder, die Jugendlichen, die keine Freunde treffen, die nicht in die Schule gehen, das sind schon harte Bedingungen, würde ich sagen. Auf die Gottesdienste hin glaube ich, dass es für viele Menschen einfach wichtig war, Präsenzgottesdienste zu feiern. Wir haben es ja auch eine Zeit lang ausgesetzt, als wir noch nicht wussten, wie sich die Entwicklungen der Corona-Krise dann zeigen. Wir sind dann unter strengsten Auflagen wieder eingestiegen, feiern mit kleinen Gruppen Gottesdienste. Aber natürlich wird dann auch gefragt, warum darf die Kirche und die Theater etwa nicht? Kultur, Musik, Theater, Museen sind für Menschen auch sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das muss auch weiter diskutiert werden. Also es ist auch gut, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielt, das möchte ich auch sagen, aber dass auch die Gerichte und die weiteren Schritte, die wir jetzt gehen, das auch gut im Blick haben, dass zum Menschsein mehr gehört als Essen und Trinken. Sie haben gesagt, die Gerichte müssen entscheiden. Für viele ist es ja auch nicht nur eine Gerichtsentscheidung, sondern wirklich existenziell. Da geht es an die Substanz. Gerade wenn ich jetzt hier etwa an die Schauspieler denke, die jetzt hier nicht auftreten können. Existenziell ist ja eine große Frage auch für viele gläubige Menschen, die sagen, wo ist denn jetzt Gott in all dieser Pandemie? Die auch sagen, werden wir am Ende bestraft? Ich habe auch Facebook-Posts gelesen, die genau sowas sagen. Ja. Die sagen, das ist jetzt eine Strafe Gottes für euer Tun. Was sagen Sie da? Wo ist Gott in dieser Pandemie? Wir haben Menschen, denen die materielle Sicherheit wegbricht. Wir haben Menschen, die schwer erkranken. Wir haben die permanente Sorge um Leib und Leben und die Existenz. Wir haben die Einsamkeit vieler Menschen, wir haben Menschen, die krank werden und im Krankenhaus nicht besucht werden können. Und wir haben die Sterbenden und Verstorbenen, um die nicht angemessen getrauert werden konnte. Also ich erinnere an Romano Guardini, den großen Theologen und Religionsphilosophen, der gesagt hat, also ich möchte Gott eine Frage stellen, warum das Ganze? Und darauf wird es keine einfache Antwort geben, weil auch der biblische Gott kein Gott ist, der einfach nur für Gesundheit sorgt oder der sich für irgendwelche menschlichen Pläne einbinden lässt. Er bleibt auch ein großes Fragezeichen. Das heißt ja aber auch, wenn Gott so unbegreiflich ist, stellt sich natürlich schon auch ein bisschen die Frage, welchen Sinn hat dann Religion? Kann man es nicht einfach lassen? Weil Beten bringt dann ja offenbar nichts. Zum einen glaube ich, dass mein Leben grundsätzlich in diesem Gott geborgen ist, mit den ganzen Höhen und Tiefen. Und zwar nicht nur mein Leben, sondern unsere Welt und alle Menschen. Und natürlich, dass ich ihn von der biblischen Verkündigung her auch als einen liebenden Vater sehe. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch Glaube. Also dieses ständige Suchen und Eindringen und Begegnen mit diesem Geheimnis Gottes, aber sich auch letztlich von einer Liebe getragen wissen. Das ist für mich Glaube. Aber das ist mehr als einfach eine Antwort, das und das ist der Sinn von dem, also dass Gott etwa nicht straft. Ich weiß es nicht. Gott lässt sich auch so nicht in die Karten schauen. Ich denke an diesen einen Satz, den Papst Franziskus in Rom gesagt hat, als er vor dem leeren Petersplatz stand, dass er gesagt hat, wir haben so lange geglaubt, dass wir in einer kranken Welt würden gesund leben können. Und das ist jetzt sozusagen unsere Situation. Ist das Strafe Gottes?
ist das einfach eine Folge menschlichen Tuns? Auch das muss ich mit meinem Glauben in Verbindung bringen, wie Gott auch solche Prozesse laufen lässt und dem Menschen die Freiheit lässt, auch die Erde zu zerstören. Und im Moment stellen sich diese Fragen für viele Menschen sehr existenziell natürlich. Jetzt haben Sie gesagt, Gott ist die Liebe, dass man aber trotzdem schwierig mit ihm kommunizieren kann, weil er außerhalb des Systems ist. Wie kann ich denn trotzdem mit ihm in Kontakt kommen? Also ich glaube, mit ihm zu kommunizieren ist so schwer gar nicht. Ich darf nur nicht sozusagen das, was ich mir von Gott denke, mit ihm gleichsetzen. Er ist größer als meine Ideen über ihn. Er ist natürlich Teil auch meines Lebenssystems und dieser Welt. Also er schwebt ja nicht außerhalb. Und er kommt ja mit uns in ein Gespräch. Das heißt, nicht wir suchen als erstes das Gespräch mit ihm, sondern er ist ja auf uns zugekommen. Und das ist eigentlich das Spezifische meines christlichen Glaubens, dass er in Jesus, in seinem Sohn, in dieses menschliche System ja hineingegangen ist. Aber auch Jesus hat dieses System nicht nur bestätigt, sondern er hat natürlich auch den Anspruch Gottes formuliert an die Menschen. Er hat sie in die Freundschaft mit Gott, in die Nachfolge gerufen. Er ist dann am Kreuz gestorben. Das heißt, also Menschen wollten ihn aus dem System letztlich auch rausdrängen. Und für mich ist in dieser Zeit der Pandemie der Blick auf Jesus als Gekreuzigten und dann auch als Auferstanden ein ganz, ganz wichtiges Bild des Trostes und der Hoffnung, dass Gott sich nicht zum Teil unseres Systems machen lässt, aber dass er doch in unser System hineinsteigt und uns hilft, auch mit dem Leid zu leben, umzugehen, zu wissen und zu glauben, ich bin nicht allein in dieser Situation. Sie haben Jesus Christus angesprochen, den Gekreuzigten, auf den ich schauen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, das kann ich ja auch alleine, das kann ich zu Hause machen, ohne Kirche, ohne Institution. Welche Rolle spielt dabei für Sie dann auch die Kirche? Ich glaube, dass wir auch zu Hause beten sollen, müssen und viele Menschen das auch tun, Gott sei Dank, und darin auch Trost und Hoffnung finden. Ich habe mal gesagt, Glaube ist etwas sehr Persönliches, aber nichts Privates. Zum Glauben gehört auch eine Glaubensgemeinschaft. Für mich ist Kirche ganz, ganz wichtig, weil Kirche über die Wertevermittlung hinaus in diese persönliche Freundschaft mit Jesus Christus ruft und ich anderen Menschen begegne, die auf ihre Art und Weise versuchen, diese Freundschaft mit Jesus zu leben. Und das motiviert mich, das stützt mich, das tröstet mich auch in dieser Zeit, dass Menschen mit mir unterwegs sind. Und oft habe ich schon erlebt, wenn ich zweifle, wenn ich mit meinem Glauben nicht weiterkomme, bin ich in der Kirche Menschen begegnet, die mich buchstäblich in den Arm genommen haben und gesagt haben, so, wir gehen jetzt mit dir und wir gehen gemeinsam durch diese Zeit. Und es gab auch Zeiten, wo ich andere stützen konnte. Das ist, glaube ich, der Wert von Kirche auch in dieser Zeit.